Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und es hat natürlich wieder ein Update gegeben. Wir sind jetzt unterwegs auf der Version 1.42.0.31s. Jo, im Bereich Force Feedback hat sich wieder einiges getan. Auf der Webseite wurde dahin geraten, das Ganze mal zurückzusetzen. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob es diesen Button vorher schon gegeben hat. Force Feedback Reset, das habe ich mal gemacht. Das heißt, die Gesamtstärke setzt sich entsprechend alles wieder so weit zurück. Die Zuordnungen bleiben natürlich. Das müssen wir so ein bisschen rausnehmen, dass dieser gelbe Schnubbel da verschwindet. So. Na, komm schon, Baby. So. Dann haben wir das so weit drin. Dann wollen wir mal gucken. Ein paar Updates hat es gegeben. Ja, was die Synchronisation angeht, das ist wohl ein bekanntes Problem. Das passiert bei OBS. Du kannst es nicht beeinflussen, woran auch immer das liegt. Ich muss jetzt dazu sagen, auf dem Aufnahmerechner ist im Moment eine neue OBS-Version drauf oder Streamlabs-Version, mit der ich jetzt aktuell aufzeichne. Und dort ist aktuell auch Windows 11 installiert. Einfach um das Ganze mal zu testen, um zu gucken, wie wird das, wie funktioniert das und so weiter. Gut, ich bin mir auch im Moment nicht sicher, ob wir aktuell noch eine Fracht an Bord haben, die wir noch zu Ende fahren müssen. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen. So, Bergen, Starwanger, ja Mensch, der Truck wäre mir ein bisschen bunt, aber naja Gott. Ja, ein paar Mod-Aktualisierungen sind installiert und aktiviert natürlich. Und wir gucken mal, wo wir heute hinkommen, wo wir sind. Ich meine, ich hätte jetzt zwischen den Zeilen, hätte ich bald gesagt, zwischen den Folgen wieder ein bisschen was weggefahren. Und wir wollen mal sehen, wo wir uns heute hinbewegen. So. Okay. Jetzt muss ich gleich vor allen Dingen mal gucken, ob die Capture Card überhaupt irgendwas anzeigt. Genau, wir sind jetzt in Birmingham. Die Frage wäre, ob man jetzt mal irgendwas hat, so Richtung Sheffield oder Grimsby. Und ich glaube, ich werde mal in-game zunächst mal gucken, wo wir überhaupt aktuell sind. Ja, mit der Synchronität. Ich hoffe, das passt soweit. Hinterher kann ich es leider nicht mehr ändern. Die Möglichkeiten habe ich nicht. Das ist dann ein bisschen doof. Aber genau, es ist, wir wollten ein bisschen schlafen. So, und jetzt suchen wir uns eine neue Fracht raus. Was haben wir gesagt? Richtung Grimsby am besten, war? Aufträge raussuchen. Force Feedback haben wir zurückgesetzt und dann müssen wir mal gucken. So, PAX Magdeburg, Frankfurt am Main, Grimsby. Guck mal, das passt doch gut. Ich würde sagen, das nehmen wir. Da fahren wir hin. Fahren fort und holen mal unsere Fracht ab. Ich habe meine Reifen schon wieder kaputt irgendwie. Wir müssen schon wieder... So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das mit diesem Force Feedback aussieht. Zur Werkstatt müssen wir eh, von daher alles gut. So, ich werde jetzt eine Folge... Ah ne, wir haben Freitag. Das heißt, Samstag wird es kein Update geben. Ich werde eine Folge vorproduzieren müssen. Mal
mal schauen, wie das ist. Also der Lenkwiderstand ist etwas fester, aber immer noch nicht optimal. Da könnten wir jetzt natürlich mal reingehen. Das Ganze eventuell an den Optionen nochmal anpassen. So, wo haben wir denn Force Feedback? Warum ist der schon wieder so weit? So. Wo ist überhaupt Force Feedback? Das war doch da oben, genau. Und zwar werden wir mal die Gesamtstärke so ein bisschen erhöhen. Den Rest lassen wir mal, wie es ist. Wir sind ja in England. Verdammt. Ich stehe auf der falschen Seite, merke ich gerade. Alter Schwede. Ja, das kommt davon. Deswegen brauchst du mir nicht in eine Karre fahren. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Also gebessert hat sich das mit dem Force Feedback jetzt nicht grundsätzlich. Also das ist nach wie vor im Stand, als wenn die Räder am Boden kleben. Und sobald du umlenkst, löst sich das dann schlagartig, wie so ein, als wenn so ein Kaugummi dann abreißt. So, während der Fahrt jetzt im Moment. Ja, es ist wieder so. Es ist, als wenn die Lenkung ausgeschlagen ist. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes im Moment. Da wollen wir echt hoffen, dass da noch ein bisschen was passiert. SCS, nicht jedes Lenkrad hat Federn. Soweit ich weiß, hat das Trustmaster nämlich nur Gummiriemen drin, die entsprechend die Federvorspannung dort einsetzen. Aber gut, was soll's, wir müssen erstmal damit leben. Wo steht er denn? Da steht er, der Peter. Da steht er, der Peter. Den müssen wir mitnehmen. Das ist ein Volvo-Dings, oder? Ist es aus dem DLC einer, oder? Ja, glatt. Ja, klar. Schön aus dem DLC ein Fahrzeug. Ja, cool. Okay. Den bringen wir jetzt nach Gimsby. 300, nee, was war das jetzt genau? 300, 213 Kilometer entfernt. Dadurch, dass wir aber schon 7 Minuten vertrödelt haben, werden wir das in dieser Folge definitiv nicht schaffen. Sondern. Das werden wir da jetzt vorgeballert werden, mein lieber Mann. Sondern werden uns den Rest dann natürlich in der nächsten Folge angucken. So. Also schön zu fahren ist ja, jetzt geht es richtig schwer. Dann hast du mit mal überhaupt keinen Lenkwiderstand mehr. Das heißt, du drehst quasi ins Leere. Das ist ein richtiges Rumgeier. Jetzt greift es wieder. Das ist abartig. Ganz ehrlich. Hey, wartet mal. Also so geht's ja gar nicht. Denkt ja, ich bin besoffen. Das ist ja grauenhaft. Ich sehe immer schlimmer statt besser. Das denn? Liegt das echt daran, weil ich diesen einen blöden Haken so weit nach rechts geschoben habe? Das ist ja furchtbar, ist das ja. Joy-Axis. Dann haben wir aber hier in der Mitte dieses. Lassen das mal so, mal gucken, wie sich das äußert.
Das kann aber doch so viel nicht ausmachen. Also die Lenkung habe ich im Moment das Gefühl, das wird von Update zu Update schlimmer. Sorry, dass ich das mal so sah. Achso, wir können aber mal eben ganz kurz was gucken. Warte mal. Wenn wir nach Gimsby wollen, ich würde fast vorschlagen, wir sind jetzt hier. Ich würde hier lang fahren wollen. Route zurücksetzen. Warte mal, wie sieht denn das aus? Nee, das können wir ruhig machen über die Straße, aber ich würde tatsächlich hier lang fahren wollen, dass wir dieses Stück weg haben, hier hoch, ja. Ich glaube, so machen wir es. Noch was rechtzeitig. So, komm, gib Gummi hier. Schön ist das immer noch nicht. Ganz ehrlich, warum steht der denn da rum? So, wir wollen mal gucken. Ob wir hier so am Rand lang fahren, aber das werden wir nicht. Das werden wir, glaube ich, nicht hinbekommen. Dass wir hier. Nee, das wird nichts. Versuche so gut wie möglich zu fahren unter diesen Bedingungen. Aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen Arbeit auf die SCSler zu. Ups. Meinetwegen 200 kann ich mir gefallen lassen. Das geht wohl, das hält sich im Rahmen, ne? Weißt du? So, hier waren wir schon mal. Die nächste Folge werde ich direkt hier im Anschluss aufnehmen. Da werde ich nicht gerade großartig lange anhalten. Ich hoffe, dass das alles einigermaßen synchron ist. Ansonsten wäre diese Folge und die nächste auf jeden Fall asynchron. Da muss man einfach mal schauen, wo das Ganze hingeht. Weil wie gesagt, der Aufnahmerechner läuft im Moment unter Windows 11. Da schauen wir einfach mal, was passiert. Da vorne ist unser erster Wegepunkt, den wir gesetzt haben. Und an dem werde ich unsere Fahrt dann kurz unterbrechen.
Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und vergesst den Daumen und das Abo vor allen Dingen nicht. 80% meiner Zuschauer gucken immer noch ohne Abo. Und euch kostet es nichts, mir hilft es. Und so kann ich vielleicht das Ziel von 150 zu neuen Abonnenten im Jahr 2021 noch erreichen. Im Moment sind es, glaube ich, noch 43, die mir fehlen. Also von daher fleißig mal unten aufs Knöpfchen drücken, gell? So, wir bleiben jetzt hier einfach mal stumm stehen. Ich bedanke mich und sage ciao, bis morgen. Tschüss.